Willkommen zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege News. Die heutige Folge sollte eigentlich schon letzten Freitag online gehen, hat aber leider nicht funktioniert. Hinzu kommt, dass die heutige Folge auch wieder ohne Christian sein wird. Des Weiteren sind die heutigen Themen: Leaks zu den neuen Operators der Season 1 und 2 des 5. Jahres, Elite Skins, Operator Reworks, Repaints, Map-Bann-Systeme, Team-Modus und Clash of Nations. Leaks zu den neuen Operators der Season 1. Der Verteidiger soll Oryx heißen und ähnlich wie Smasher aus dem vergangenen Outbreak-Event die Wände anreißen können und dies ganz einfach mit seinem eigenen Körper. Hinzu kommt, er soll eine MP5 erhalten ohne das ACOG, die SPAS-12, Bailiff und die USP-40. Die neue Angreiferin soll Janna heißen und ähnlich wie bei Ella ein ziemlicher Hingucker sein. Als Gadget bekommt sie wohl ein Hologramm, das sie aus der Ferne angeblich steuern kann, mehr ist zu dem Gadget leider auch nicht bekannt. Als Waffe jedoch kriegt sie die ARX-200, das G36C und die MK-19. Aber wenigstens funktioniert das G36C in-game. Auch zur zweiten Season gibt es auch schon die ersten Infos, denn hier soll die Verteidigerin auf den Namen Slowpoke hören, eine Afrikanerin sein und ihr Gadget soll wohl die Gegner verlangsamen, ähnlich wie bei Stacheldraht. Zudem soll sie bestimmte Ziele auf den Camps markieren können. Was es genau bedeutet, ist leider nicht erklärt worden. Zur Bewaffnung, sie bekommt die T5 SMG von Legion und die Super 90. Ja, ist wirklich Super 90? Also ich gucke ab und zu da runter, weil das Drehbuch da auf dem Fernseher gestreamt wird. Nur um sicher zu gehen. Super 90 steht da. Zum Angreifer sind bisher nur die Waffeninfos bekannt gegeben. Diese bekommt die AK-12, die Kommando 552 sowie die M10-14. Auch wird es im 5. Jahr von Rainbow Six Siege wieder neue Elite-Skins geben. Angekündigt sind diese laut Leak für Buck und Sophia. Ich bzw. wir denken, es wird vielleicht den ein oder anderen weiteren Elite-Skin geben, so wie im letzten Jahr. Also pro Season immer ein. Sprich, am Ende erwarten wir noch 4 Skins, wir könnten aber vielleicht auch sogar auf mehr gespannt sein. Mal abwarten. In der letzten News-Folge gab es nun auch die ersten Infos zum neuen Season Pass. Jetzt ist bekannt durch einen Reddit-User, dass es auch einen Tachanka-Rework geben wird. Nebenbei plant Ubisoft auch noch einen zweiten Operator-Rework. Welcher das sein wird, ist bisher nicht bekannt. Bedeutet also, dass es nun in diesem Jahr zu den 6 Operatoren, die rauskommen werden, auch 2 Operator Reworks geben wird. Gehen wir mal genauer auf den Tachanka Rework ein. Und hier droppen wir direkt die Bombe. Er soll sein LMG als Hauptwaffe bekommen, sowie damit auch Brandmunition verschießen können. Gut, hört sich erstmal hart an, ist es aber nicht ganz, denn er verliert seine bisherige Hauptwaffe und hat neben seinem LMG dann als Hauptwaffe nur noch eine Pistole. Ebenfalls wurde bekannt, dass in diesem Jahr Replays, sprich sogenannte Wiederholungen ins Spiel einfinden werden. Was das genau heißt, ist leider auch nicht bekannt. Man könnte sich aber so vorstellen, dass man, genau wie aus der Zuschauerperspektive in den letzten Streams, sich die Möglichkeit bietet, seine Fehler bzw. die Fehler des Teams nochmal im Detail anzuschauen, was dann im ganzen Endeffekt ein Verbesserungspotenzial darstellt. Seit einiger Zeit im Spiel schon vorhanden die Bunface. Hinzu soll dieses Jahr aber auch noch die Map-Bunface kommen. Wann ist generell noch unklar. An sich ist das Ganze irgendwo logisch, da Ubisoft ja immer mehr versucht, den Ranked-Modus an den Pro-League-Modus anzupassen. So rum und nicht anders. Das Ganze hat allerdings einen Nachteil, und zwar ist sie wieder Zeit. Ihr kennt das vom Operator-Band-Modus, dass natürlich abwechselnd beide Teams immer wieder die Operator-Band. Das Ganze wird nun auch mit den Maps passieren. Heißt, es zieht ordentlich Zeit. Ob das so gut ist, keine Ahnung. Wie wir es uns genau vorstellen können, werden wir dieses Jahr hoffentlich sehen. So wie es aussieht, wird Rainbow einen Teammodus erhalten. Für wann der Release geplant sein wird, ist allerdings ebenfalls unklar. Hier wird von einem geschlossenen 5v5 Teammodus ausgegangen und nicht nur mit einer vorher geführten Lobby, nein, sondern mit einem vorher gegründeten Ingame-Team. Hinzu kommt wohl ein Dashboard, um ein eigenes Team gründen und verwalten zu können. Dazu wird es im Laufe der Season eine eigene Rangliste für nur diesen Teammodus geben mit einer eigenen Tabelle, in der ihr live eure Platzierung verfolgen könnt. Wie ihr gesehen habt, Rainbow wird sich stark verändern. Wir hoffen natürlich, dass es nicht nur die erkennbaren Neuerungen geben wird, sondern auch endlich die zahlreichen Spielfehler im Spiel entfernt werden, wie auch die Stabilität des Servers verbessert wird.
Kommen wir nun zum letzten Thema des heutigen Videos, und zwar den Clash of Nations, denn in Leipzig auf der Dreamhack fand die Endrunde statt und auch hier gibt es nun einen Gewinner. Jedes Match nach Endstand, also allen Maps ohne Probleme, gewonnen hat das deutsche Team Orgless mit dem bekannten Streamer und ehemaligen Polish-Spieler Niklas K.S. Massier. Sie setzten sich gegen das Team 4F Gaming im Finale im Best of 5 mit 13:0 durch. An dieser Stelle Glückwunsch. Und nun sind wir auch schon auf der Endcard angekommen. Ich habe es endlich mal geschafft, nach 4 Stunden die Aufnahme fertig zu bringen. Heute ist echt der Wurm drin. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch geschnitten bekomme. Ich hoffe ja. Ja, ich traue mich schon fast gar nicht mehr, das auszusprechen, aber ich hoffe, beim nächsten Mal ist der Christian dabei. Ich kann es aber nicht versprechen. Das gibt wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder keinen. Egal. Ihr könnt natürlich gerne Kommentare und Verbesserungsvorschläge in der Kommentarbox unten hinterlassen. Sämtliche Infos, Links und Quellen zu den Videos sind natürlich auch verlinkt, und damit haut rein. Schönen Tag noch.